Hallöchen, Freunde, und willkommen zur neuen Folge von The Survivalist mit dem Seras. Servus. Und wir werden jetzt einen wunderschönen Dungeon erkunden, in dem wir hoffentlich noch nicht drin waren. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ach, der hier? Ja. Nee, hier waren wir schon. Warum sind da noch Gegner drin? Hä, wir waren hier definitiv schon drin, weil hier liegt Zeug rum. Ah, ich mag die Speere auch vom Attack-Pattern, mag ich die nicht. Die gehen halt echt immer nur in eine Richtung. Ja, kann auch sein, dass das Holz von mir war. Hm, dafür bräuchten wir lieber was anderes. Das macht die Waffen ziemlich doll kaputt. Ah, oh, wieder eine Axt, eine grüne. Eine blaue. Und zwei Glasscheiben. Lass mal erstmal in den nächsten Raum gehen. Nicht, dass wir das Holz noch brauchen, weil dann kann ich sonst wegschmeißen. Nee, Holz kann ich wegschmeißen. Holz. Auf jeden Fall kriegen wir hier schön Rippchen. LOL! Die rollen ja auch. Ja, pass auf, der ist stärker. Alter, ich bin fast tot. Miep, 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 miep. Wo ist er denn? Der war echt heftig. Alter! Also der war heavy. Wir waren hier schon, glaube ich. Vielleicht resetten die auch? Also durchaus möglich. Oh, da oben ist ein Schädel. Wie auch immer aus einem Schädel ein Oberschenkelknochen kommt. Hm, das ist eine gute Frage. Das sind wichtige Dinge, die die Menschheit beantwortet haben muss. Oh, oh, oh. Raum abgeschlossen. Aber hier gibt's ordentlich Kisten. Ja, warte. Ah, jo. Das okay. Sind goldene, oder? Ja. Das Schwert ist scheinbar deutlich besser. Ah, wieder nur einen blöden Speer. Ich weiß nicht, Alter. Ich würde mich echt über ein Schwert freuen. Knochen, Hammer. Ja, das hat aber nicht mehr viel. Nee, das kannst du behalten. Ja, mit Waffen kann man die Kisten besser kaputt machen. Na gut, dann tausche ich zumindest mal meinen Speer aus. Warum geht das nicht? So, Speer ausgetauscht. Ist das deine Axt, die hier rumliegt? Ja. Ja, das, ich habe jetzt zwei blaue. Willst du eine? Ja, ich habe gar keine. Bunkert der hier wieder alles? So. haben wir eigentlich mittlerweile genug Zeug? Nee. Ich frag mich halt, wo diese Einzelteile herkommen. Lass mich mal gucken. Die Emeralds können wir easy herstellen, aber ich weiß halt nicht, wo die Einzelteile herkommen. Die Waffen. Das ist ja auch geil, diese Emeralds können wir aus diesem roten Pumps bauen, den wir da auf der Feuerinsel gesammelt haben. Ist halt auch total weird. Ah, wir brauchen einen Edelstein. Okay, nehmen wir Brocken und Kleben. Ja, ist doch genauso zusammen. Wie bei den großen Steinen. Stimmt. Na gut, also der Dungeon war eher ein Rohrkrepierer. Naja, Werkzeuge gab's ganz gut. Stirb! Hab's! Wolltest wie ein echter Mann fangen. Ah, ich kann's nicht aufnehmen. Aber die Affen kommen ja schon. Oh, die haben ganz gut aufgeräumt. Kurz mal in die
Truhen gucken. Ist hier irgendwas, was wir mit runternehmen müssen? Was haben wir denn eigentlich gebraucht? Nägel haben wir gebraucht. Scharniere und 10... Also ich glaube 2 Scharniere, 10 Nägel und 10 Planken, irgendwie sowas. Ja, also wir sollten Screenshots davon machen. Ja, vielleicht eine sinnvolle Lösung. Kannst du mal hier, hier liegt noch ein Nagel drin, kannst du den mitnehmen? Lauf schon mal runter. Oh, hier sind, stimmt, hier sind ja noch die ganzen Hasenfallen. Kannst du das Fell bitte mitnehmen aus den Hasenfallen? Nur das Fell, das Essen nehme ich mit. Hast du Holz? Wieso? Weil ich sonst keinen Platz habe. Nee. Also noch ein Holzslot bei dir. Nee, habe ich nicht. Schmeiß es weg, brauchen wir nicht. Aber auf jeden Fall wieder halt ordentlich Essen machen. Hier ist noch was drin. Ja, Fleisch. Echt? Okay, dann konnte ich nicht drauf zugreifen, während du davor standest. Komisch. Ja, ja, komm, ist gut. Ey, mach mal meine Fallen nicht kaputt, du Otto. Tja, für was ist eigentlich das? Achso, stimmt, es kommen Händler, ne? Dafür kann man das Geld benutzen. Ja, aber ich habe noch keinen gesehen. Bei der Demo hatte ich den schon relativ schnell gefunden. Aber hier habe ich jetzt noch niemanden gesehen. Das nervt mich auch ein bisschen. Hier ist schon wieder eine Kiste. Schon wieder eine Spitzhacke. ich nehme an, du hast weder Platz für Glas noch für die Spitzhacke. Das Glas habe ich mitgenommen. Ah, Moment. Dann nimmst du das Glas hier mit. Lausige Spitzhacke, leichte Spitzhacke. Ah. Warum mache ich das eigentlich gerade? Ich habe überhaupt keinen Platz mehr im Inventar. Ja, keine Ahnung. Los, weiter. Hätte ich die ganze Zeit schon gesehen, diese Flaschenpost, aber ich habe keinen Bock, sie mitzunehmen. Ah, wir sind noch hier. Wir müssen komplett außen rum. Ja. Ich frage mich, ob das, ich weiß nicht, du hast ja jetzt einen Singleplayer angefangen. Ist das die gleiche Insel oder ist das prozedural generiert? Nee, also ich bin auf jeden Fall an einem anderen Startpunkt. Okay. Also ich bin auf der östlichen Seite der Insel, ja. Aber... Also ich bin auch noch nicht weit rumgelaufen. Okay. Aber so von der Form her? Wie gesagt, ich bin nicht viel rumgelaufen, ich sehe die Insel auf der Map noch nicht mal. Okay. Ich kann dir das gern sagen, wenn ich später mal ein bisschen weiter gespielt habe. So, dann machen wir mal ein bisschen. Fell? In welche? Keine Ahnung, das ist, glaube ich, eh egal. Die schmeißen das eh alles überall rein, wo es nicht hin soll. Wir haben sogar schon einen kleinen Haufen Glas angehortet. Wir haben jetzt, wie viel haben wir? 25. Außer hier liegt irgendwo noch Glas drin. So, Schüssel mit dreckigem Wasser. Sehr schön. Das brauchen wir, um ja, sauberes Wasser zu machen. In Glasflaschen. Mhm. Aber es lässt sich nicht stacken. Das kann sein, ja. Oh, haben wir kein Eisen mehr. Oh, wir brauchen schon wieder Eisen. Das ist echt so nervig. Ja, ich find's ein bisschen blöd, dass du auch hier keine Quelle dafür hast. Lass mal kurz gucken, was brauchen wir für diesen verkackten Teleport? Wo finde ich den? Der könnte hier unten sein, vermute ich mal. Ja, ich glaube, ich craft jetzt mal ein paar Sachen, einfach nur um zu gucken, was kommt. So, von diesem Blech habe ich ein Stück.
Da ist, ich brauche ein Stück Blech. Oh, und dafür brauche ich 3 Erze. Okay, das geht schon mal nicht. Das geht auch nicht. Okay, damit kann ich anfangen. Also, machen wir mal so ein Emerald. Los, Affe, mach Schmuck. Stimmt, und hier unten, Affe, mach Essen. Weil da unten können wir auch noch Essen reinschmeißen. Ich habe ja noch eine Bay. Dafür brauchen wir Holz. Okay, das geht nicht. Sind das schon diese Emeralds, die wir brauchen? Nein, ich glaube, da kommt danach noch eine. Noch eine Ausbaustufe quasi. Die Sachen verlieren bei den Affen auch an Haltbarkeit, ne? Durchaus möglich. Mir fällt gerade auf, wir haben 8 Scharniere da liegen. Wir brauchen gar keine Scharniere mehr. Reparieren kann man Werkzeuge nicht, oder? Nö. Dafür findet man sie auch zu häufig. Mal. So, aber. Was haben wir da oben gebraucht? Also 2 Scharniere und wie viele Nägel? Ich glaube 4 oder so. So, was kommt denn da jetzt raus eigentlich? Ah, okay. Tatsächlich kommt das dabei raus. So, jetzt machen wir so einen schicken Emerald. Wenn das so einfach wäre, ne? Mhm. Wüsste ich, was ich heute mache. Ein bisschen auf einem Edelstein rumkloppen. Mhm. So. Was gibt's denn hier für fancy... Ach nee, da brauchen wir natürlich wieder einen Haufen Mangos. Es alle guten Rezepte benötigen Mangos. Das ja, warme Mango finde ich voll eklig. Keine Ahnung, haben wir noch nie gegessen. Also kalt mag ich sie gerne. Ja, aber ich habe jetzt auch noch nie eine warme Mango gegessen. Meine so. Mutter hat das früher immer in jedes Gericht mit reingeschmissen. Ja. So, und da hinten kriegen wir ein Machtjuwel. Dieses Juwel pulsiert vor Energie. Verwende es, um einen Teleporter zu bauen. Okay. Machtjuwel, Alter. Sind wir jetzt beim Power Rangern oder was? Hört sich so an, ja. Okay, Leute, warum arbeitet ihr nicht mehr? Habt ihr keine Hämmer mehr? Oder seid ihr teilweise einfach nicht mehr gebildet genug? Ich hab nämlich... Nee, wobei, ich mache ja gerade so normal wieder. Warum arbeitet ihr nicht daran? Du brauchst einen Hammer, ne? Warum tust du das nicht? Hallo, Leute, hier ist was... Nee? Achso, ich bin auch zu doof. Ich will meinen Hammer wieder. In dieser kleinen Höhle hier gibt es auch kein Eisen. Nee. Er hätte ja sein können, dass da so einzelne Dinge ab und zu mal spawnen. Wäre schön, ist aber nicht so. Also Essen sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut ausgestattet. 15 Spieße haben wir. Genau, Chicken Wings wollte ich noch machen. Ja, oder das halt aus diesen normalen Steindingern ab und zu mal random einer rausploppt, wäre auch ganz cool. Ja. Gibt ja den einen oder anderen Survival-Simulator, wo man das machen kann. Alter, die Fledermäuse sind wie bissige Köter, die verfolgen ja nicht überall hin. Ja. Das stimmt leider. Wir brauchen Palmenblätter. Okay, ja. Hier sind keine Palmen mehr. Doch, da außen. Ja, gönn dir. Ich kann die nicht mitnehmen. Warte, einen Platz habe ich noch. Ja, bringt mir. Nee, ja, gut, nimm sie mit und schmeiß sie in die Essensproduktion rein. Aber was ist eigentlich mit den Kokosnüssen? Kann man die nicht einfach direkt verzehren?
Doch, klar. Die bringen halt nur nicht so viel. Boah, Alter, Kokosnuss-Diät, wenn ich nur dran denke. Ich glaube, da wird mir echt schlecht werden auf Dauer. Kokosnuss war das erste Lebensmittel, von dem ich jemals gereiert habe als Kind. Oh, warum? Zu viel? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht ganz frisch. Bei uns auf dem Heinerfest ist so ein großes Innenstadtvolksfest mit 100.000 Besuchern jedes Jahr. Also außer dieses Jahr. Da gibt es immer so einen Kokosnussstand. Und da haben wir damals gekauft. Und irgendwie war das, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, bei mir die erste Berührung mit Kokosnuss war... Ich weiß, du warst sicher auch mal Lanzarote, Teneriffa, Mallorca, irgendwas als Kind, oder? Ja, klar. Da gibt's auch am Strand immer diese Typen, die mit Kokosnuss, Bananen und was weiß ich rumrennen. Wir haben da immer nur Ananas gekauft. Wir haben immer Kokosnuss. Voll lecker. Und mit meinen Großeltern war ich 7 Mal auf Gran Canaria. Na gut, letztes Jahr war ich mit meiner... Nee, vor 2 Jahren mit meiner Freundin auf Fuerteventura. So, jetzt habe ich so einen pulsierenden Machtkristall. Habe ich jetzt aber kein neues Rezept mit aufgedeckt. Ah, cool. Du kriegst im Sand halt wirklich Sand. Lol. Warte mal kurz. Ja, deswegen war ich ja auch letztens so verwundert. Da habe ich irgendwann mal Schlamm gebraucht und da hast du einfach Schlamm ausgegraben. Das hat mich halt total verwirrt, weil ich dachte, man kriegt einfach immer Sand. Ne, ich baue mal die zweite Schmiede. Ja, mach das mal. Ich mach mal Goldnägel, für was auch immer die wir brauchen. Gold ist ein bisschen weich. Aber ne? Es ist halt auch eine saudämliche Idee. Warum arbeiten hier keiner dran schon wieder? So, weil ich nichts reingelegt habe. Hast du noch von den Wings? Da fehlen welche. Ja, aber ich habe keine Blätter mehr. Yay, Goldnägel. Das sinnvollste Produkt aller Zeiten. Ach, hier steht der jetzt. Also für einen Teleporter brauchen wir 2 Machtkristalle, 2 goldene Rahmen und Holzbretter. Okay, dann kann ich mir das hier wahrscheinlich aber sparen. Aber mal 2, schätze ich mal. Ja. Oh, okay, jetzt muss ich hier ein Goldblech herstellen. Da liegen Wings rum, ne? Nimm den mal. Und wenn du irgendwie eine Muße hast, kannst du uns ein paar von den Blättern holen. Um genau zu sein, 3. Ich guck mal, ob ich welche finde. Okay, das ist hier. Hier hast du wieder ein... Was? Oleg? Alter, deine Affen. So, was habe ich jetzt freigeschaltet für einen Baukrempel? Hör auf. Ah, scheiße, man kann das nicht abbrechen, wenn die einmal angefangen haben zu arbeiten. Krass, ey, wie schnell ich jetzt das Gold verbraucht habe. Ah, ne, da sind noch 70. Aber doch keine Angst, die haben so viel mitgenommen. Das ist halt auch geil, weißt du, sitze halt irgendwie auf... Ich weiß nicht, wie groß diese Brocken sind, aber... Kiloweise Gold. Die Ausbeute am Ende ist nicht die beste. Ja, gut, aber ey, wir sitzen hier auf kiloweise Gold, auf irgendeiner komischen, Insel, mitten im was weiß ich wo. Was? Eine stabile Schaufel ist aus Gold? Ernsthaft? I don't think so. Also du kannst jetzt Goldwerkzeuge bauen. Ja. Vor allem... Baue ich jetzt mal den Teleporterrahmen. Oh, meine Güte. Das begrenzte Inventar geht mir schon so ein bisschen auf die Nerven. Oh, das ging ja bei The Escapists. Wobei, bei The Escapists muss ich sagen, ja, da habe ich es noch mehr verstanden. Ja, aber hier einfach einen Rucksack bauen aus irgendwelchen Palmenblättern, das wäre es gegessen. Genau. Weil in The Escapists, wenn du halt im Knast bist, kannst du halt nicht irgendwie einen Rucksack oder so bauen. Aber hier gibt es keinen Grund. Das ist. Aber vermutlich ist das tatsächlich der Grund, warum es hier nicht geht. Weil es in die Escapists auch nicht ging. Lol. Ich kann eine dekorative
Buddha-Statue aus Gold bauen. Beste Anlage an Gold, ey. Ja gut, ich mache jetzt tatsächlich gerade, wenn ich das richtig sehe, haben wir alles, um diesen Teleporter zu bauen. Ja, aber das ist ja dein One-Way-Ticket, oder? Ja, ich mach gerade den zweiten. Oh, okay. Also ja, wir haben wirklich viel von dem Shit. Aber mache ich eigentlich... Ich mache mir gerade echt selbst das Leben schwer. Ich kann auch zwei hier einfach einstellen. Ja, können wir direkt mal ausprobieren mit der Lava-Insel. Genau, das wäre der Plan gewesen, dass wir da auf jeden Fall so ein Ding hinpacken. Wow, da liegt noch ein Schwert in der Truhe und das ist sowas von einem Arsch. Das habe ich da reingepackt. So, toll. Ja, ich habe mir stattdessen eine Keule gemacht. Ja, wer weiß, vielleicht kannst du irgendwann Sachen reparieren. Vielleicht. Mach hier unten einfach den Rest. Oder vielleicht brauchst du es irgendwann, um was anderes zu craften, deswegen habe ich es nicht weggeschmissen. Hm. Hast du gerade Holz im Inventar? Nein. Oh, jetzt habe ich die Kohle gerade weggelegt, ist das euer Ernst? So, falls du noch Wings hast, kannst du gerne hier reinpacken. Wo? Nee, Wings in die Feuer. Wings habe ich. Ach nee, Wings habe ich keine mehr. Alles aufgezehrt. Okay, wir haben gerade aktuell keinen Affen, der Sachen transportiert. Das suckt. Was bedeutet eigentlich dieses Bananensymbol? Ja, dass sie jetzt gerade was lernen. Ah. Sehr eingängig. So, und hier unten packen wir... Hast du Nägel im Inventar? Nee. Zwei bitte. So, eine mit. So, zweiten Metallrahmen haben wir. Wir können tatsächlich jetzt unseren ersten wunderschönen Teleporter bauen. Wie groß ist der? Wir brauchen nur noch ein bisschen Holz. Das ist winzig. Das heißt ein bisschen. Hey, Stargate! Wir brauchen drei Holzplanken. Hatten wir hier nicht noch? Mach grad welch schnell. Wir haben hier noch. Achso, dann hau rein. Oh nee, wir brauchen. Für einen brauchen wir zwei. Okay, wir brauchen doch ein bisschen mehr Zeug. Ja, ich muss gerade noch einen von diesen Steinen herstellen. Ja, dann mach du mal Kloppy Kloppy. Boah, da bin ich ja wirklich mal gespannt drauf. Aber, ja, also du machst jetzt aber noch genug Zeug, für das wir noch einen bauen können, ne? Ja. Nicht, dass wir ohne Boot dann auf der anderen Insel hängen. Der Hammer. So, einmal Machtkristall. Wobei. Ne, mach mal. Vier davon. Ich hoffe, ich habe gerade richtig gerechnet. Nein! Oh nein, der Affe sammelt wieder alles auf. Fehlt sonst noch irgendwas, was ich kurz sammeln sollte? Nö, ich glaube nicht. Für mich so nutzlos. Ja gut, das Problem ist tatsächlich, dass du halt im Crafting-Menü nicht so weit bist. Du könntest ja was tun dafür. Dich ein bisschen fortbilden. Das dachte ich mir schon. Fauler Säckel. Muss was essen, fällt gerade auf. Brauchst du was? Nee, hab Spieße. Geile, leckere Spieße.
Mich würde ja echt mal interessieren, also hier die Fledermausflügel, da ist doch echt nichts dran. Eher weniger, ja. Keine Affen sprechen übrigens für... Also sprechen echtes Deutsch. Das sind ja gute Affen. Ja, ich habe hier gerade angefangen, was zu bauen. Und dann sagt er mir, das könnte er doch erledigen. Ja, ich sag dem jetzt auch... Ich sag denen jetzt auch, dass sie das selber machen sollen. Hier, jetzt können wir mal den Scheiß zu machen. Ah, warum baust du hier gerade? Wer? Woher hast du das Gold? Habe ich das da reingelegt? So. Gut, das soll jetzt eigentlich alles automatisch funktionieren. Ich möchte wenigstens diesen einen Teleporter heute noch fertig kriegen. So. Mach den mal noch. Bin ein bisschen aufgeregt. Gut, es wird uns natürlich nicht... Es wäre halt... Es wäre lustig, wenn man reingeht und irgendwo auf der Karte rauskommt, wenn man nur einen hat. Und auch immer an einer anderen Stelle. Das heißt, dass wir uns auf jeden Fall auch verlieren werden. Oh Gott, hör auf. So, jetzt bin ich mal gespannt. Fühlt sich hier kein Affe bereit, das zu tun? Dann mache ich das selber. Was, willst du jetzt reingehen? Nee, achso. Bauen. Das wäre jetzt halt. Hey Affe, wenn du das jetzt fertig machst und ich lerne das dadurch nicht, werde ich sauer. Doch, doch, tust du. Da hört halt jetzt eine Hardcore-Crafting-Folge. Aber gut, das gehört bei dem Spiel halt dazu. Auch sehr gut, das provisorische Bettlaken führt zum Segel. Kannst du mir dabei helfen eigentlich? Nee, ne? Nee, leider nicht. Aber das wäre irgendwie cool, wenn das gehen würde. Beim Schiff ging's ja. Ja. Dauert halt auch super lange. Nö, kann so viel klicken, wie ich will, geht nicht. Da. Gibt's wenigstens einen fancy Effekt. Es ist nicht euer Ernst. Was ist das denn jetzt? Plutonium? Oh Mann. Dieses Spiel hat so echt, also... Also hier in dem Crafting-Menü ist es wahrscheinlich nicht. Könnte es hier drin sein, höchstens hier hinten, vielleicht hinter der Glasflasche. Okay, ich mache noch schnell eine Glasflasche, nur um zu wissen, was danach hinten rauskommt. Los, Affen, macht mir schnell eine Flasche. Aber das hat mich jetzt echt ein bisschen... Ich habe gedacht, okay, jetzt machst du da halt einfach zwei Teleporter hin, weil da ist ja so ein Dingsbums der Macht drin. Ja, ja. Arschlängen. Na gut, dann lagere ich das Zeug hier erstmal ein, ey. Da habe ich jetzt... echt keine Muße zu, noch eins bauen. Ach Gott, man braucht diese Hörner nur für Trophäen, sehe ich gerade. Okay. Boah, Leute, hört auf, bitte Flaschen herzustellen. Das ist halt tatsächlich die Krux am automatisierten Äffchen. Die machen einfach. So, jetzt haben wir hier so ein fancy Stargate, aber ohne Energie. Stromrechnung nicht bezahlt. So, was kommt denn danach?
Lol. Eine provisorische Laterne können wir dann bauen. Eine Lichtquelle, die nicht von Wasser beeinflusst wird. Okay, das war leider. Kann man die auch irgendwo abstellen? Vielleicht aufs Schiff? Hm, glaube ich nicht. Sieht mir sehr nach Handbetrieb aus. Ja, kacke, aber wo kriegen wir denn dieses Kack-Plutonium her? Ich hoffe, dass wir das in der nächsten Folge herausfinden werden. Leute, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann gerne das tun und das Glöckchen drücken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das dürfte tatsächlich am Dienstag sein, wenn ich richtig rechne. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao.